Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns zum Mittag grüne Soße und wenn ihr sehen wollt, wie ich die mache, dann bleibt dran. Für die grüne Soße benutze ich 200 Gramm dieser abgepackten Kräuter, die man immer so fertig kaufen kann, extra für grüne Soße. Ich freue mich immer, wenn die wieder da sind. Ihr könnt natürlich auch tiefgefrorene grüne Soße Kräuter benutzen, aber frisch ist natürlich besser. Dann habe ich einen Becher saure Sahne, einen Becher Schmand, 3 Esslöffel Mayonnaise, 2 Esslöffel Senf, 4 hart gekochte Eier, eine Knoblauchzehe, etwas Salz und etwas Pfeffer. Das war es auch schon und jetzt können wir auch loslegen. Ich benutze die fertig abgepackten frischen Kräuter, die es immer zu dieser Zeit gibt. Und zwar ist da drin Petersilie, Borretsch, Kerbel, Sauerampfer, Kresse, Schnittlauch und Pimpinelle. Das sind insgesamt 200 Gramm. Ich habe die gründlich gewaschen und ein bisschen getrocknet. Ich werde jetzt mal die so ein bisschen klein schneiden. So ganz harte Stiele werde ich entfernen und dann werde ich die in meiner Küchenmaschine zermixen. Dazu gibt es Salzkartoffeln. Die Kartoffeln kochen hier schon. Das wird bestimmt total lecker. So, ich nehme das die Kräuter einfach nur so und zerhack sie so ganz grob. Wenn mir da irgendein Stängel oder so zu hart vorkommt, dann entferne ich ihn vielleicht so ein bisschen bei der Petersilie. Aber da es ja mit dem Messer zermixt wird, spielt es eigentlich nicht so eine große Rolle. Jetzt kommt Knoblauch dazu und der Becher Schmand. Jetzt tue ich auch den Sauerrahm dazu. Den Senf. Die Mayonnaise. Und einen Teelöffel Pfeffer. Das war's auch schon. Jetzt werde ich nur noch die Eier klein hacken und dann mit der Soße vermischen. Und dann ist sie auch schon servierfertig. Die leckere grüne Soße ist jetzt fertig. Ich werde sie jetzt noch ein bisschen abschmecken mit Salz und Pfeffer und dann kann ich auch schon servieren. Die grüne Soße ist wirklich total lecker und total erfrischend. Probiert sie unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.